Chinatown haben wir geplant. Gardens by the Bay heute Abend im Dunkeln. Dann unsere Vermieter uns gerade noch empfohlen, hier zum Botanischen Garten zu fahren. Und ja, das ist so der grobe Plan. Wir gucken jetzt gleich mal, womit wir anfangen und was sich anbietet. Und ja, dann geht's los. Okay, Planänderung. Wir fahren erst zum Botanischen Garten und fangen dann quasi die Stadt von oben an. Das heißt dann wahrscheinlich Chinatown und runter bis zum Hafen. So, wir sind jetzt angekommen. Botanischen Garten. Kann man einfach so rein, ist kostenlos. Ich meine, die ist echt kostenlos, sowas das gibt. Ich kann halt bei jedem Video kosten, wenn man irgendwie dazu kaufen oder so, aber wenn man das Grundeintritte sind immer kostenlos. Und ja, jetzt latschen wir mal durch. Mal gucken, was es alles gibt hier. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber hier macht ein Vogel eine Alarmanlage. Richtig krass. Orchideengarten hier ist riesig, oder botanische Garten besser gesagt. Ist mehrere Hektar groß. Das ist ein riesiges Areal, über was auch rauf und runter über so Berghügel geht und so. Kommt sich voll, es läuft man durch so einen Dschungel. Das ist richtig geil. In dem botanischen Garten gibt es ja noch extra Orchideengärten und all sowas. Und das ist richtig krass, vielleicht kann man das sehen. Aber da oben. Riesig hoch und geht hier über mehrere Etagen und krass, aber richtig schön angelegt, alles so natürlich belassen, natürlich wachsen lassen, so die, als wenn man es gepflanzt hat und dann gesagt hat, okay, guck mal ein paar Jahren, wie sich es dann auch weiter verbreitet hat. Das ist richtig krass, also schon krass, auch die Bäume, das jetzt hier in dem Fall Palmen, aber vorhin waren noch Bäume, die sich komplett so frei entfaltet haben im Wachsen. Da weiß man gar nicht, wo man als erstes
Bild davon machen soll. Ich halte jetzt meine Videos ein bisschen kurz, weil sonst gibt es ja den Blumen-Overload, aber ist schon auf jeden Fall mega geil, muss man herkommen. Ist nicht zu, glaube ich, nicht zu Unrecht Weltkulturerbe. Aber hier ist auch hier Hitze ohne Ende. Und ich habe mein Handtuch zu Hause vergessen. Jackpot. Naja. Mal gucken. Weiter geht's. Suchen wir uns jetzt hier mal was zu essen. Auf einem dieser Food Court. Mal gucken, ob wir was finden. Das sieht auf jeden Fall schon ganz gut aus. Durch. Fahren jetzt nach Chinatown. Gucken wir uns da ein bisschen um. Little India ist ganz witzig. Sind wirklich nur Inder da. Also wirklich fast nur Inder. Kommst ja fast vor wie so ein Alien, wenn du da mit als Tourist durchläufst. Es gibt mega viele kleine Restaurants. Das jetzt gerade war wie so, keine Ahnung, wie so eine Straße voller Garagen, in denen, wenn die hochfahren, so Restaurants sind und dazwischen sind so Stühle, wo du dann essen kannst, du gehst dann von einem zum anderen Shop, holst du was zu essen, setzt dich dann dahin und isst ganz normal und kriegst immer frisch gemachtes Essen, mega lecker. Und ja, dann sind wir dann nochmal durch die Seitenstraßen gelaufen. Das ist eigentlich ganz, ganz nett. Kann man mal gesehen haben. Und ja, jetzt fahren wir nach Chinatown, wird wahrscheinlich das gleiche sein, nur in der Chinesen. Und dann haben wir das auch abgehakt. Und ich denke mal, ja, ist in den Großstädten immer das Gleiche mit diesen Vierteln. Im Endeffekt ähneln die sich alle, aber es ist trotzdem cool durchzulaufen, weil man kriegt dann mal richtig gutes, günstiges Essen, immer ein bisschen was anderes, ein anderer Style, anderer Flair. Schon ganz geil. Gleich geht's weiter. Willkommen in Chinatown, im wahrsten Sinne des Wortes.
gehen jetzt runter zu, zum Hafen nochmal. Bei uns steht noch Hafenrundfahrt und Marina Bay, Gardens by the Bay im Dunkeln an. Und unser Vermieter hat uns noch eine Straße empfohlen, die wohl nachts gesperrt wird, oder Freitagabend. Und wo dann auf den Straßen so Restaurants und sowas wohl aufgemacht sind. Mal gucken, ob wir da später noch hin sind, wie wir Bock haben und es zeitlich passt. Ja, jetzt machen wir uns erstmal aus dem Weg. Freitagabend und schon ist hier was los. Eine Menge Leute heute unterwegs. So, wir haben es jetzt noch zu dem Gardens by the Bay geschafft von der Bootsfahrt. Sieht mega geil aus bei Nacht, aber seht ihr ja selbst. Und jetzt gibt es erstmal noch sauteures, aber hoffentlich leckeres Essen, weil wir mega Hunger haben. Achtung!